Hallo und willkommen zu einem neuen Video und damit zum 300 Abonnenten Special. Wir haben es endlich geschafft, die 300 Abonnenten. Wir gehen schon Richtung 500, die Hälfte von meinem Ziel. Also 306 Abonnenten jetzt. Ist auf jeden Fall ganz cool und ist so ein bisschen 300 und 100 Abonnenten Special zusammen heute. Deswegen auch was größer. Street Magic haben wir heute bei 1 Grad gemacht, deswegen es war sehr kalt und ich war aufgeregt, deswegen nicht gleich wundern, falls die Performance was schlecht waren. Ja, wir haben im Invisible Deck ein paar Tricks gemacht, dann mit dem Card Toon Deck und Double Lift und so mit dem normalen Deck. Die Reaktion von den Zuschauern war eigentlich ganz cool, weil wir nur die Hände gefilmt haben, konnte man jetzt nicht den Gesichtsausdruck erkennen. Weil manche haben auch mit dem Gesicht nur irgendwie was gemacht. Also nicht wundern, nicht, dass ihr denkt, irgendwie die hätten gar nicht reagiert. Ja, dann würde ich sagen, war es das eigentlich schon. Weil, falls ihr gleich auch seht, der Double Lift und so war nicht schön bei mir. War viel geflasht, weil ich einfach aufgeregt war und es war 1 Grad. Ich hatte keine Handschuhe. Die waren so richtig rot halt, dass man fast nichts mehr machen konnte. Aber naja, es geht eigentlich nur um die Unterhaltung. Deswegen nicht wundern gleich, wenn der Double Lift so schlecht war und was da noch alles ist. Aber würde ich sagen, dann jetzt viel Spaß mit dem Stream Magic Video mit dem 300 Abonnenten Special. Los geht's. Okay, ich habe ja ein Kartenspiel. Wollen Sie das noch durchmischen oder ein bisschen höher? Okay, reicht. Einfach, dass die durcheinander sind. Und dann oben drauf liegt einfach mal der Herzkönig, okay? Ja. Den werde ich mir jetzt einmal nehmen und einfach mal in die Mitte des Kartendecks tun. Ungefähr mittig, dass man es auch ganz normal sieht. Einmal schnippen reicht und es springt nach oben. Ist auch nicht zweimal im Deck oder so. Ja. Wenn man es nachsehen will. Ja. Okay. Wollen Sie noch einen sehen? Okay. Noch einen? Okay, dann habe ich einmal ein Kartendeck mit einem Strichmännchen drauf. Mhm. Das hier ist Hugo. Und hier sind auf den Rückseiten so ein paar Männchen drauf. Ja. Man sieht so, wenn man das jetzt schnell angriffelt, ist das so ein Daumenkino. Ah, okay. Ja. Fange ich einfach mal an. Sagen Sie mal irgendeine Karte, die Sie wollen. Herzdame. Okay, Herzdame. Können Sie einmal die Hand aufmachen? Ich lege die einfach mal hier drauf. Okay. Und kommen wir nochmal zu Hugo. Der kann einen Kartentrick, aber den Trick, den er kann, ist sehr gut. Ich gehe mal ein bisschen rum, damit man es sieht. Ich riffle einmal die Karten entlang. Okay. Dass man sieht. Und er will irgendwas aus seinem Hut holen, wie man sieht. Sieht man das? Sieht aus nach Hasenohren, täuscht aber, ist eigentlich eine Karte. Und er ist froh. Und er will sie ganz langsam umdrehen und es ist die Herzdame. Ihre Karte. Ja. Okay. Okay, ich habe hier einmal ein Kartenspiel. Dort habe ich eben schon mal eine Karte umgedreht. Sagen Sie mal irgendeine Karte, die Sie wollen. Irgendeine. Pikas. Pikas. Ja. Nehmen heute alle fast. Eine Karte, wie gesagt, habe ich hier drin umgedreht. Dann nehme ich den Kreuzkönig. Kreuzkönig? Pikas war Ihre erste Karte, oder? Ja. Oder drehen Sie mal um, was das für eine Karte ist. Pikas. Soll ich noch einen machen? Ja. Okay, und zwar ist das ein Strichmännchen. Das hier ist Hugo. Ich hole mal die Karten raus. Und zwar ist auf den Rückseiten so ein Zauberer abgebildet mit einer Bühne, okay? Und auf jeder Seite ist so einer gedruckt. Mhm. Auf der Karte sind schon die Arme weiter unten wie hier. Das ergibt dann so ein Daumenkino, wenn man das so spielen läuft. Dazu komme ich gleich nochmal. Sagen Sie mal auch eine Karte, die Ihnen gerade einfällt. Kreuzkönig. Okay, halten Sie mal die Hand auf. Ich lege Ihnen die mal hier rein, okay? Und kommen wir jetzt nochmal zum Hugo. Ich lasse es mal ablaufen jetzt. Und zwar kann der einen Kartentrick, aber den Trick, den er kann, der ist wirklich gut. Okay,
Okay, man sieht, er will den Hut abnehmen und er will irgendwas da rausholen. Sieht aus wie Hasen, ist aber eine Karte und er ist glücklich. Und er dreht sie um und es ist der Kreuzkönig. Respekt. Danke. Okay, ich habe hier einmal ein Kartenspiel. Wollen Sie das einmal durchmischen? Ist nur unsichtbar, nicht wundern. Und daraus einfach mal eine Karte ziehen und umgedreht wieder reinschieben. Erst noch angucken, gut merken und dann umgedreht wieder reinschieben. Okay, das geben Sie mir wieder und ich mache es jetzt einmal sichtbar, dass Sie glauben wirklich, dass es da war. Welche Karte hatten Sie eben sich angeguckt und umgedreht reingeschoben? Weil das war wirklich die ganze Zeit da, nur es war unsichtbar. Welche Karte war das? Keine Ahnung, Herz Ass. Okay, Herz Ass. Ich hole das einmal raus. Okay, das heißt, Sie haben eine Karte eben umgedreht. Nur unsichtbar war das, ne? Mhm. Die haben Sie umgedreht. Jetzt zeigen. Wie gut ist das denn? Herz Ass. Wollen Sie noch einen sehen? Okay, das war echt cool. Wie hast du das gesehen? Okay, dann habe ich hier noch ein Kartenspiel. Das ist mit einem Strichmännchen. Wo ist es? Wenn das findet. Hier ist es. Da. In der letzten Ecke. Und zwar ist das Hugo. Und auf den Rückseiten sind so Strichmännchen abgebildet. Sag mal die Kamera. Okay. Und das ist ein Zauberer auf einer Bühne. Und wenn man das auf der nächsten Karte sieht, sieht man schon, die Arme sind dort schon etwas weiter unten. Mhm. Auf jeder Karte ist das abgedruckt. Und wenn man das dann so schnell laufen lässt, ergibt es ein Daumenkino, okay? Dazu komme ich gleich nochmal. Sagen Sie mal irgendeine Karte aus dem Kartenspiel. Sagen? Ja, irgendeinen hier. Herz Ass. Schon wieder? Ja. Okay, dann halten Sie mal die Hand auf. Vielleicht eine? Ja. Hier ist es. Okay, ich leg das einmal hier drauf. Und zwar am besten auch noch die andere Hand oben drauf. Und jetzt kommen wir nochmal zu Hugo. Hugo heißt er? Aha. Ja, das ist Hugo. Und zwar kann er nur einen Trick, aber den Trick, den er kann, ist wirklich gut, okay? Wie man sieht, er greift irgendwas aus seinem Hut raus. Ja. Okay, und er will da irgendwas rausholen. Und das sind Hasenohren, ist aber nicht, ist eine Karte. Und er ist froh. Und er will sie ganz langsam umdrehen. Bruh. Und hier ist Hugo wieder. Mhm. Können Sie die auch mal halten? Ja. Also auch hier drauf? Ja, genau. Einfach. Verstecken? Ja. Und jetzt muss er natürlich noch ihre Karte finden. Ne? Deswegen versucht er dasselbe nochmal. Der will irgendwas rausholen, nochmal. Und jetzt hat er es aber wirklich geschafft. Wie ist das denn? Das Herz Ass. Wer hat das gemacht? Das war wirklich ihre Karte. Ist sie wirklich noch? Das Herz Ass. Okay, hier ist wirklich Beeindruckung. Wie hat das gemacht? Er kann doch einen. Ich kann noch ein paar. Echt? Lieber YouTube-Videos, ja? Ja. Also, wie heißt den Kanal? Leon ist super Fan von YouTubern. Magic Yuna. Okay, ich habe hier so ein Männchen und auf der Rückseite sind überall so Männchen gedrückt mit so einer Bühne. Das ist ein Zauberer auf einer Bühne und wenn man sieht, ist auf jeder Seite so ein Männchen gedrückt. Mhm. Und wenn man das dann so schnell laufen lässt, ist das so wie so ein Daumenkino, wie man sieht. Dazu komme ich gleich nochmal. Sag mal auch eine Karte aus dem Deck. Irgendeine Karte? Ja. Pik 7. Okay, dann halt mal die Hand auf. Ich lege dir die hier rein, okay. Vielleicht auch jemand drüber legen. Und ich habe hier wieder Hugo auf der Bühne und er kann einen Trick, aber den Trick, den er kann, ist richtig gut. Und zwar, ich lasse ihn einmal so laufen, so ein Daumenkino. Und man sieht, er holt irgendwas aus seinem Hut raus. Also will er irgendwas rausholen. Und sieht aus wie Hasen und ist aber nicht, ist eine Karte. Und er will sie umdrehen. Deine Karte hält er in der Hand. Pik 7. Wieder auch. Cool. Da haben Sie recht. Wie?
Soll ich noch eins zeigen? Ja. Okay. Ihr sagte doch, die Kartentricks lohnen sich. Richtig. Dann habe ich hier einmal so ein Deck. Und noch eins, daraus kannst du dir mal irgendeine Karte aussuchen. Das sind alles verschiedene. Soll ich dir irgendwas sagen dazu? Oder? Nö, einfach hier drauflegen. Weil die sind so ein bisschen verbunden. Also kannst du sie auch umdrehen. Okay, jetzt warten wir ein bisschen. Mal gucken, ob es schon passiert ist. Ich hol die einmal raus, weil hier sind auch Karten drin. Ich gehe die Karten mal entlang. Und eine Karte ist umgedreht. Kannst du einmal nachschauen? Selbe Karte. Okay, ich kann jetzt hier nicht verkacken, ne? Nicht, dass es peinlich wird hier. Nee. Ja, ja, komm, höchstens kann nur er verkacken. Ja, dann ist gut. Ich habe hier einmal ein Kartenspiel, können Sie das mal durchmischen? Ist unsichtbar, ist es aber da. Ich beweise es Ihnen gleich. Okay. Einfach durchmischen. Okay, hier ist gemischt. Wohin? Okay, ich schloss wieder in die Kartenschachtel zurück und mache das jetzt einmal sichtbar. Okay, es war wirklich die ganze Zeit in Ihrer Hand. Mhm. Haben Sie irgendeine spezielle Karte gesehen? Ja. Welche war das? Soll ich das jetzt verraten? Ja. Nee. Herz-Ass. Herz-Ass? Okay, Sie haben die auch umgedreht eben, oder? Nein. Ich weiß es nicht, ich guck mal. Herz-Ass wollten Sie aber, ja, oder? Sie hatten wirklich jede freie Wahl gehabt. Ich gehe mal durch die Karten durch. Hier ist wirklich jede Karte normal, außer eine Karte. Die haben Sie vielleicht unbewusst. Herz-Ass. Okay. Wollen Sie noch einen sehen mit einem Strichmännchen? Ja. Google sein Name. Okay. Wo ist das? Irgendwo in deiner Tasche. Vielleicht. Ja. Jesus. Hätte ich jetzt Herzbube gehabt, wäre es die nächste Schachtel gewesen, was? Nee. Ich habe nur drei hier drin. Okay. Und zwar ist das ein Strichmännchen namens Hugo. Ja. Auf den Rückseiten der Karten ist so ein Männchen abgedruckt. Was könnte das sein? Also mit einem Zylinder und einer Bühne ist ein Zauberer. Okay, und auf der nächsten Karte sieht man schon, die Arme sind schon... Ja. Weiter oben. Und wenn man das dann so lang geht, dann ergibt es so ein Daumenkino, okay? Ja. Also es wird dann in schnell so aussehen. Dazu komme ich gleich nochmal. Sagen Sie nochmal irgendeine Karte aus dem Spiel. Herzbube. Der ist hier. Können Sie mal die Hand aufhalten? Ich lege die hier rein, okay? Mhm. Kommen wir nochmal zu Hugo. Und zwar, der kann einen Trick, aber den Trick, den er kann, ist wirklich gut, finde ich. Man sieht, er will irgendwas aus seinem Zylinder holen. Okay. Und wonach sieht's aus? Nach Hasenohren. Okay. Okay, und Hugo holt irgendwas aus seinem Hut. Kaninchen? Ja, ist aber eine Karte, es täuscht nur. Okay. Und er will sie ganz langsam umdrehen, sieht man es in der Kamera? Nicht wirklich. Und er ist froh, nachdem er sie gesehen hat. Und jetzt will er sie umdrehen. Und das ist der Herzbube, ihre Karte. Okay. Warte. Hm. Das ist ja schon Magic, ne? Ja. Da haben Sie recht. Noch einen oder reicht das? Komm, einen noch. Der okay. Letzte. Dafür brauche ich die andere Schachtel. Der Assistent. Ja. Ganzes Team. So, und ihr braucht jetzt Abonnenten oder Klicks oder wie? Das ist ein Abonnenten-Special. Mhm. 300. Ja, die wollt ihr haben. Nee, wir haben die und deswegen, ja, als Dankeschön praktisch an die Zuschauer machen wir das. Aha. Können Super. Sie mal eine Karte ziehen? Ja. Das schafft. Das muss man erstmal schaffen, ne? Ja. Ja. Okay, einmal angucken. Einmal in die Kamera halten. Und selbst angucken. Okay. Ich schieb dir einmal irgendwo ins Deck rein. Das kann man auch mal durchmischen. Dass die irgendwo im Deck landet. In der Kamera landen, das wäre nicht so toll. Einmal schnippen reicht und ihre Karte springt nach oben. Das könnte man sogar noch ein zweites Mal machen. Okay? Ja. Ich mach's ganz vorsichtig. Mhm. Können Sie auch mal gucken?
Gibt's kein zweites Mal. man kann das sogar noch mal ein drittes Mal machen, damit man wirklich überzeugend so ist. Also ich nehme mir die mal. Wo soll ich die reinstecken? Also hier rein? Mhm. Okay, ich mache das jetzt einmal so. Avocado. Okay. Ich hab's im Mund. Ja, ich glaube es nicht. Ich will aber nicht in YouTube auftreten. Ist das auf den Händen okay oder gar nicht? Ja, ja, von mir ist es okay. Okay. Was gibt's halt? Ein Zaubertrick. Zaubertrick. Und zwar hab pass ich auf, pass auf, ich zeig dir einen Zaubertrick. Pass auf. Bräh. Das ist 10 Finger. Nee. Merk dir einen. Ja. Ja, ja. Welcher war's? Ja. Gut. Ja, dann fangen wir jetzt mal mit dem Kartenspiel an. Okay, dann ziehen Sie mal eine Karte. Kein Kontakt. Am besten noch hier in die Kamera zeigen. Kamera. Ja. Okay, ich darf sie auch sehen, hätte ich sagen. Nicht, du hast sie jetzt auch gesehen, oder? Ja, ja, ist okay. Ich schieb die im Auto rein, man kann das Ganze auch nochmal durchmischen. Okay. Und einmal schnippen reichen, die springen nach oben. Ja. Was? Die springen nach oben. Ja. Man kann das sogar nochmal machen, ein zweites Mal. Okay. Das ist ein Zauberkartentrick oder Zauberkartenspiel? Nee, oder? Nee, ist normal. Normales Kartenspiel. Und die springen wieder nach oben. Ja. Man kann es jetzt nochmal, dass man es wirklich sieht. Sautana. Und? Gibt es einen Film, also. So ist es. Wo wollen Sie, wo ich die Karte reinschiebe? Nimm die da oder nicht? Die Herzdame. Wo soll ich die reinschieben? Ja. Hier? Ja, mit dem Handweg. Okay, ich mach einmal so. Ja, mach. Okay. Oh, da fällt es in meinem Mund. Danke. Ja. Ah, da ist sie. Toller Druck. Da haben Sie recht. Ja, soll ich noch einen machen mit einem anderen Deck? Nö, reicht. Okay. Ah! Entschuldigung, wollen Sie einen Zaubertrick sehen? Tschüss. Entschuldigung, wollt ihr einen Zaubertrick sehen? Nee. Bitte? Einen Zaubertrick? Nein. Wollen Sie vielleicht einen Zaubertrick sehen? Ja, ich habe keine Zeit, Jungs. Okay. Hallo? Entschuldigung? Wollen Sie einen kostenlosen Zaubertrick sehen? Ein Zaubertrick? Ein Zaubertrick. Okay, ein Magic Trick. Magic Trick. Magic? Magic. With cards. Sowas von lächerlich. Du machst dich hier voll zum Obst der Woche. Okay. Ciao. Tschö. Ist auch kostenlos. Okay. 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 Okay.